Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de, der Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Heute geht es ein zweites Mal um das Thema Mundstücke und wir nehmen den zweiten Parameter des Mundstücks auseinander, nämlich den Kessel. Jetzt hat mir das Wort gefehlt, genau, den Kessel, beziehungsweise im letzten Video hatten wir den Rand, jetzt haben wir den Kessel, das letzte Video wird sich mit dem Schaft beschäftigen. Außerdem werde ich in dem letzten Video auf Fragen eingehen, die ihr mir gestellt habt, die ihr unter die Videos geschrieben habt. Was ist wichtig beim Thema Kessel? Ganz am Anfang gibt es erstmal die ganz einfache Grundregel, je größer der Kessel, desto größer der Sound. Und je kleiner der Kessel, desto einfacher sind hohe Töne. Also das sind die beiden Vorteile. Und dann muss man noch sagen, dass die Größe des Kessels natürlich auch von der Form des Kessels abhängt. Und es gibt eben zwei verschiedene grundsätzliche, also zwei archetypische, könnte man sagen, Kesselformen. Und das eine ist eben trichterförmig, also so. Und das andere ist becherförmig und das würde dann so aussehen. Natürlich gibt es in der Realität ganz, ganz viel dazwischen, aber das sind im Grunde genommen die beiden Formen. Und jetzt muss man schon mal sagen, bei einer gegebenen Kesseltiefe X ist es natürlich so, dass in so einen becherförmigen Kessel mehr Luft reingeht als in so einen trichterförmigen Kessel. Das ist ja irgendwie einfache Geometrie. Und dementsprechend ist es so, dass ein becherförmiger Kessel immer ein wenig größer ist bei der gleichen Tiefe und ein bisschen dunkler und größer klingt als der trichterförmige Kessel. Und damit ist es auch so, dass zum Beispiel trichterförmige Kessel immer etwas heller klingen und becherförmige Kessel immer etwas dunkler klingen. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Unterschied, nämlich ist es so, dass dieser kesselförmige Trichter, andersrum, der becherförmige Kessel, dass der natürlich hier unten Widerstand hat. Das heißt, wenn die Luft hier reingeht, kommt immer auch ein Stückchen zurück. Genauso hier, Luft geht rein und es kommt immer auch wieder ein Stück zurück. Das heißt, ich habe Widerstand vom Mundstück. Während es hier so ist, die Luft geht rein und geht direkt in die Seele rein und die Luft haut schneller ab. Das heißt, wir haben hier auch vom Empfinden her einen ganz anderen Widerstand. Während wir hier so einen Widerstand empfinden, als hätten wir ein Instrument mit enger Bohrung, haben wir hier geht die Luft direkt weg. Und das ist einfach vom Spielgefühl her total unterschiedlich. Das heißt, hier muss man mehr Lippenkraft aufwenden, während man hier mit weniger Lippenkraft spielen kann. Und damit kann man mit einem kesselförmigen oder mit einem becherförmigen Kessel auch immer besser in die tiefe Lage reinspielen, weil das Mundstück einem ein bisschen mehr Widerstand gibt. Und jetzt gibt es noch was zum Thema Kesseltiefe zu sagen. Nämlich ist es so, dass es natürlich unterschiedliche Formen des Ansatzes gibt. Kein Mensch ist wie der andere und jeder hat ein bisschen die Lippen anders. Und dann gibt es manche Menschen, die eben die Lippen eher so ein bisschen schürzen beim Spielen, also praktisch mehr mit der inneren Lippe vibrieren, so in der Richtung. Und dann gibt es Menschen, die die Lippen mehr so einrollen, das heißt, die dann einen relativ flachen Ansatz haben. Ich habe jetzt mal beides versucht zu karikieren. Die Realität ist immer irgendwo dazwischen, aber es gibt jedenfalls beides. Und da muss man jetzt natürlich auch nochmal sagen, was die Kesseltiefe angeht, wenn ich jemand bin, der mit geschürzten Lippen spielt, also wo die Lippen ins Mundstück mehr reingehen, dann brauche ich natürlich auch einen tieferen Kessel, als wenn ich jemand bin, der mit einem sehr flachen Ansatz spielt. Denn der Kessel wird natürlich dadurch kleiner in Realität, dass eben viel Lippe im Kessel drin ist. Und der Kessel wird größer sozusagen dadurch, dass die Lippen ganz, ganz flach sind und dass die praktisch überhaupt gar nicht in den Kessel reinkommen. Also auch das muss man beachten, wenn es um Kesseltiefe oder um Tiefe oder um flache Kessel geht. Und es gibt natürlich auch bei den Mundstückkesseln ganz, ganz unterschiedliche.
Und ich würde Anfängern immer empfehlen, eher einen etwas flacheren Kessel zu nehmen, denn damit ist das Spielen auch etwas leichter. Man hat auch ein bisschen mehr Ausdauer, es geht nicht ganz so viel Luft verloren, während der tiefere Kessel eher für die fortgeschrittenen Spielerinnen und Spieler ist. Und dementsprechend gibt es auch hier wieder mehrere Faktoren, auf die man achten muss, nämlich will ich einen tiefen Kessel für einen großen Klang oder will ich einen flachen Kessel für einen etwas obertonreicheren Klang? Will ich einen V-förmigen bzw. trichterförmigen Kessel für einen eher helleren Klang oder will ich einen becherförmigen Kessel für einen eher dunkleren Klang? Brauche ich ein bisschen mehr Widerstand vom Instrument, dann nehme ich eher den becherförmigen Kessel. Habe ich eher das Gefühl, mit zu viel Widerstand geht mir der Hals zu, dann brauche ich eher einen etwas trichterförmigeren Kessel. Und bin ich jemand, der eben die Lippen mehr ins Mundstück reinsteckt sozusagen, dann brauche ich einen tieferen Kessel. Oder habe ich eher einen flacheren Ansatz, dann brauche ich einen flacheren Kessel. Und genau, das sind die Dinge, die es zum Thema Kessel zu sagen gibt. Wenn du dazu noch Fragen hast, gerne Fragen in die Kommentare. Und dann gehe ich im nächsten Video darauf ein, denn da wird es dann um den Schaft des Mundstückes gehen. Vorher kommt allerdings nächste Woche natürlich wieder das Video, in dem wir mit der Jahreschallenge 2024 weitermachen, wo es ja um Geläufigkeit geht. Da freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss. Hi! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal. Und wenn du noch mehr sehen willst und nichts verpassen willst, aktiviere auch die Glocke. An dieser Stelle siehst du mein neuestes Video. An dieser Stelle siehst du ein Video, was besonders gut zu deinen Vorlieben passt. Und wenn du richtig fit werden willst in allen Tonarten, dann schau dir meinen Grundlagenkurs Tonart an. Die Kunst des richtigen Griffs. Viel Spaß und lass uns die Tuba zum Klingen bringen.